Die Linkspartei hatte am Wochenende Parteitag in Leipzig und es hat mir fast schon körperlich wehgetan, muss ich sagen, wie Katja Kipping da versucht hat, Zuversicht zu verbreiten. Zukunft, wir kommen! Ja, Begeisterung sieht anders aus, aber bei den Linken freut man sich inzwischen schon über die ganz kleinen Erfolge. Aber es geht natürlich auch um das Symbol. Das ist vernünftig, es geht wieder aufwärts. Naja, nicht ganz. Die Partei ist zerstritten. Es gibt einen offenen Kampf zwischen den Positionen von Katja Kipping und Sarah Wagenknecht. Kipping kritisiert Wagenknecht für inhaltliche Alleingänge und eine Politik der Bastersprüche. Diese hingegen unterstellt Intrigen aus dem Hinterhalt. Wagenknechts Position zur Flüchtlingspolitik kritisiert Kipping als AfD-Light. Der Konter, eine Partei, in der es ständig Streit und interne Reibereien gibt, wird nicht gut geführt. Ja, Sarah Wagenknecht will ja eine linke Sammlungsbewegung gründen. Im September, bislang machen zwei Leute mit. Sie und Oskar Lafontaine, also ist ein bisschen so, wie wenn man zwei Panini-Bilder hat und sagt, Leute, legt die Ohren an, ich zeige euch meine Sammlung. Aber um jetzt wirklich doch mehr mit reinzuholen, mehr Wähler mit reinzuholen, ist Wagenknecht eben für eine Begrenzung der Zuwanderung. Das ist ihr Thema, die Begrenzung der Zuwanderung. Sie will eben, dass die AfD-Wähler zur Linkspartei wandern und sich dort am besten wie zu Hause fühlen. Ja? Die Haltung der meisten anderen in der Partei ist anders. Teilweise nicht weniger bekloppt, muss man vielleicht auch sagen. Denn einige fordern ja, dass es überhaupt keine Begrenzung gibt. Also alle Grenzen offen für alle, jederzeit. Weil alle Menschen ja das Recht haben sollten, überall zu wohnen. Ist ja auch toll, als Utopie. Ich bin dabei. Aber ich frage mich, wie wollen ausgerechnet die Linken das regeln? Die Linkspartei, die scheitert ja in Berlin zum Beispiel schon daran, funktionierende Klos für alle Berliner Schüler zu organisieren. Also vielleicht damit mal anfangen, zum Üben, wäre mein Vorschlag. Nun tut sich die Linke natürlich traditionell schwer mit dem Thema Grenzen. Das verstehe ich auch. Für Teile der Partei war ja nie so sehr die Frage, wie man verhindert, dass Leute ins Land reinkommen, sondern eigentlich eher, wie man verhindert, dass Leute aus dem Land abhauen. Ganz genau. Es ist eine ganz andere Philosophie.